Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung von Fend 822. Inzwischen heute schon zur sechsten Modvorstellung. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, dabei zu sein, Leute. Meine Homies. Ja, ich musste jetzt ein bisschen eine Pause machen, ein bisschen Aussicht genießen. Jetzt ist schon 16:45 laut Uhrzeit. Und wie ihr euch hoffentlich noch daran erinnert, haben wir ja letztes Mal praktisch Gras gemäht für die Schafe. Wollten wir noch Ding. Praktisch Gras holen. Da habe ich mir gedacht, wieso einfach so, stößt heute mal nicht ein Ladewagen vor, nämlich den neuen Fendt-Ladewagen. Die Tomaten passen. Tut mir leid, bin ein bisschen erkältet, aber naja. Auch das geht vorbei. Das Rad wächst, also wie man hier sieht, gekauft habe ich ihn schon wieder. Der Fendt Varioliner 2440. So, dann werden wir mal die Details checken. Zack, 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 zack und zack. Halt. Ladewagen. Dann haben wir den Fendt Varioliner 2440. Unterhaltskosten 40 Euro am Tag. Ich denke, das ist sehr passabel. Benötigt die Leistung 250 PS. Ja gut, es ist ein Ladewagen mit 40.000 Liter, also ich denke, die PS-Zahl ist erforderlich, da es natürlich ein Rotor-Ladewagen ist, wie ihr wisst, also Rotor-Ladewagen können ja, du kannst Traktoren bis zu 500 PS dranhängen, also du kannst praktisch so fahren, wie der Traktor es hergibt. Er kann natürlich mit Gras, Heu, Stroh und Häckselkraut befüllt werden, auch sehr gut, passt auch, wie jeder Ladewagen auch. Der Preis 95.000, also es ist ein stolzer Preis für Fendt. Aber es ist eher immerhin ein Fendt-Ladewagen. Also, jetzt kommen wir zu mal unseren Ladewagen. Die Frontansicht von Fendt wieder sehr gut geschaffen. Natürlich hat auch Fendt wieder einen neuen Maßstab in der Ladetechnik gesetzt, weil natürlich nicht nur Traktoren, Häcksler, Mähdrescher. Jetzt bietet Fendt auch inzwischen Ladewagen und Pressen und sonst was alles an, damit sie auch wirklich Führungskraft bleiben. Also, wie ihr seht, die Pickup sehr gut gemacht mit den Einzugswalzen noch. Die Bereifung vom Fendt mit den schönen Rot sehr gut gemacht. Die Knöpfe zur Messerauswahl, da man ja den Messer rausklappen kann zum Schleifen. Dann die Bereifung sehr toll gemacht. Also man merkt schon wirklich, der Glanzeffekt sieht man. Also es hat sich wieder einmal eine Mühe gemacht. Das gleiche Nummernschild AA177TH, das war der gleiche, wie ihr noch euch erinnern könnt, wie ihr mit den 1050er Vario Fendt. Also ich denke, da hat jemand eine Fendt-Liebe Vorschlag oder Liebe, wie man es sehen nennen will. Ich bin natürlich auch wieder begeistert, eine Fendt-Maschine testen zu dürfen. Es ist inzwischen, wie gesagt, schon der sechste Vorstellung, Leute. Ich begrüße mich, ich bin immer wie so ein kleiner Schuljunge, wenn ich mal was vorführen darf, besonders wenn es fett ist, eine neue Sensation. Dann kommen wir noch zum Innenraum. Gut, der ist sehr auch nicht schlecht gehalten. Die Dosierwalzen ein bisschen einfach, okay. Das wird mit 2D-Grafik sein, ja, wie man ja auch sehen kann, aber es bin einfach zufrieden. Es hat einen leichten Einschub, wie es von einem Cargo-Flagge-Wagen, wie man jetzt sehen kann, mit dem Rotor, wie man jetzt, der wo er reinläuft. Aber was von Fendt sehr gut gemacht ist, irgendwie die Abrundung oben. Das ist sehr toll gehalten. Also. Dann werden wir dazu unseren natürlich neu erworbenen Traktor auch mitnehmen. Fendt Twisted Fendt. Das würde ich auch anderes erwarten. Haben wir auch letztes Mal schon getestet, den 1050er Vario. Ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen verliebt in den. So ein geiles Wetter, machen wir das Fenster auf. Also 250 PS, wir werden jetzt die doppelte PS-Zahl liefern. Wie ihr schon seht, also die Luftfederung arbeitet vollkommen. Jede Unebenheit wird wirklich wahrgenommen. Bisschen zurück und an. Jetzt,
Dann sieht man auch die Anhängung, sehr toll gemacht, der Zapfwelle und der Knickdeichsel. Dann kommen wir auch zu unseren IC-Steuerungs. Ladewagen anschalten. Die Zinkenannahme ist sehr gut gemacht. Jetzt sieht man hier auch den Rotor arbeiten. Sehr toll, sehr zufrieden. Und auch wenn wir jetzt sehen, der Kratzboden arbeitet. Es ist zwar eine 2D-Technik, aber es ist immerhin eine neue Erneuerung. Dann fahren wir mal vorwärts. Bremse. Oh, das Rot. Der Rückleuchten, der Bremsleuchten sticht sehr gut heraus. 50 km Schnellgang ist natürlich auch für den Traktor irgendwie passend. Dann Blinker links. Passt. Blinker rechts. Passt. Ebenfalls. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Knickdeichsel zu heben mit den Tasten N. Mit Tasten N ist praktisch die Silageklappe zum Häckseln. J wieder um es zu schließen. Dann müsste K die Knickdeichsel sein. Ah, okay. Einmal frei. Kann man jetzt eigentlich noch die Leiter öffnen? Wäre vielleicht ein kleines Feature gewesen. Hm, geht nicht, aber ist das nicht so schlimm. So. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil dieser Eingang ist doch für regelrecht kleine Maschinen gehalten. Aber es geht. Das ist der kleine, also Mettwäsche kommen leider jetzt nicht mehr durch. Aber es ist ja auch nicht der Hauptausgang. Dann ist hier unsere Wiese, was wir schon vorbereitet haben, weil natürlich jeder Ladewagen, die Befüllung ist das A und O, was wichtig ist bei so einer Maschine. Also ich finde es sehr toll. Keine Pixelfehler, wie man jetzt erkennen kann. Die Aufkleber, wie man jetzt nochmal, wie hier jetzt nochmal das Scroll hinten, sehr toll gemacht mit dem Nummernschild. Also ich bin begeistert. Und mit diesem Gespann, ich denke, man ist jeder irgendwie Aufgabe gewachsen. Als Lohnunternehmer. Siehst du, sogar die Pickup-Räder drehen sich jetzt. Okay, eine animierte Auflage gibt es jetzt nicht. Aber die drehen, es dreht sich alles. Er wird schön voll. Das ist ein kleiner Fehler. Er wird mittig auch voll, aber okay, es passt. Immer sie als alter, also die scharfe Spitzenqualität, alter, vom Rotorladewagen fällt. Jetzt werden wir mal ein bisschen mit Speed aufladen, weil ich nur den kleinen 6 Meter Schwader hatte. Da geht ja doch ein bisschen mehr. Auch die Innenansicht toll gemacht. Und Fendt ist einfach, es ist ein Fendt. Wir werden es zwar nicht vollbringen, das würde ich leider nicht schaffen, damit ich die volle Pläne jetzt irgendwie sehen kann. Also, ich bin schon sehr begeistert und freue mich irgendwie auf das 17er schon. Weil da werden diese zwei Marken oder diese zwei Gerätschaften die Hauptvertreter sein. Natürlich Fendt. Eine Mode laden wir noch auf. Das restliche holen wir später. Wir wollen jetzt nicht eine Modverstelle machen, die Stunden dauert. Aber ich denke mal, er beweist sich in jeder Anlage. So, dann werden wir mal den Schafen ein bisschen Futter liefern. Das habe ich zum Beispiel irgendwie, solche Hofeinfahrten würden mir echt gefallen. Wo man wirklich mit höchster Vorsicht reinfahren muss, ohne irgendwas zu beschädigen oder umzukippen. Ja, nee, ihr bekommt jetzt schon was. Nachschlag gibt es gleich. Jetzt ziehen wir auch gleich die Animation des Abladens. Wir sind passend da. Und
sehr toll, muss ich sagen. Die Abladung war sehr toll. Wir haben jetzt auch noch ein Silo. Kann ich es noch mal kurz demonstrieren? Das ist ein eins, wo offen ist. Da kann ich die Füllplatte noch mal besser zeigen, weil es jetzt doch nur ein kleines Ding war. Praktisch eine kleine Animation, wo man nicht so viel sehen konnte. Aber ich bin zufrieden. Ich denke, wenn es so weitergeht, ist auch der Räuber meine neue Ergänzung. Sehr toll gemacht, die Plane. Er entleert sich super. Perfekto. Und das war's auch schon wieder, meine kleine Mod-Vorstellung von Fendt822. Nochmal das ganze Gespann zum Aufnehmen. Ich denke also, dieses Gespann kann sich sehen lassen. Und ich will immer noch ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, viel Spaß im Zocken. Und ich kann ihn ja wärmstens empfehlen. 5 von 5 Sternen, keinen Fehler bis jetzt gefunden. Ich denke, das ist die neue Ergänzung von mir jetzt. Fendt führt. Wer führen will, fährt Fendt, Leute, ihr wisst es. Bis zum nächsten Mittwoch. Noch eine schöne Woche. Ciao, euer Fendt Meister. Tschüss.